ist mir nicht wert, ganz im Ernst. Aha. Wir haben momentan überhaupt keinen Bock auf World of Warships, sondern das ist nicht gut. Oh. Haben die die gewetteten die Miese verdorben, oder wie? Ja, das, ja, komm schon. Also, da ist mir, in Zufallsgefechten ist es mir egal, ob ich gewinne oder verliere. Hauptsache, es ist genug Schaden drauf. Aber das hilft mir in gewerteten Gefechten nicht, weil es gibt dann immer den einen Typen, der einen Credit-Punkt mehr hat als ich, einen XP-Punkt mehr hat als ich. Am besten so eine Fuß, oder hinten rumstand und die ganze Zeit auf meine Kosten gesniped hat, weißt du? Es kotzt dann doppelt und dreifach an. Aber so sind nun mal die Fusofahrer, die stehen immer ganz hinten. Die haben die weiteste Reichweite, das müssen sie auch ausnutzen. Ja, die können die Reichweite aber auch, oder die Kanone auch ausnutzen, wenn sie mal auf 16 Kilometer ranfahren würden. Nur 16 Kilometer. Weißt du, dann hätte man auch ein bisschen Unterstützung, wenn man im DD vorne aufgeht. Mhm. Aber nein, man muss ja reinfahren, um zu cappen, weil sonst wirst du ja zu Tode geflamed. Und ja. Wenn du das machst und dann drauf gehst, weil das gegnerische Team mit reingefahren ist, aber deine Leute hinten rumeiern, dann heißt noob DD. Ah, ich krieg da die Krise, weißt du. Ah. Oh. Dann steht der scheiß Noob DD mit 1000, über 1000 Punkten bei einer Niederlage auf Platz 2 und die scheiß Fuß so hinten. Ah, ich krieg das Kotzen. Ja. Ja, mal schauen, wie gesagt. Prinzipiell ist mir scheißegal. Aber das, was mich ein kleines bisschen juckt, ist, wenn Schalke oder Hadrian auf Platz 1 fahren. Gut, Schalke hat es sich verdient. Bei über 400 Gefechten dann hat er es sich einfach verdient. Wie weit ist er jetzt momentan? Weißt du es? Ich glaube, er ist Rang 6, aber ich glaube, er hat über 400 Gefechte jetzt schon. Oh. Wie gesagt, da hat er es sich verdient. Kein Thema. Manche Leute haben einfach Glück mit den Teams. Schalke hat einfach Pech mit den Teams, aber er hält's durch. Ja, das ist schon Respekt dafür, ey. 400 Gefechte. Ja, bei 100 habe ich schon die Schnauze voll von den Leuten, die da mitfahren. Ich habe mir jedenfalls schon die Tarnung für die Dunkirk habe ich schon erledigt, ne? Ich habe schon gesehen, ja. Ich wollte noch nichts sagen. Ich wollte warten, bis du angibst damit. Ich hab's heute bekommen, heute in der Früh. Ist denn die Nürnberg? Die mit dem Motorschaden? Ja. Die ist gleich raus, würde ich nur ankündigen. Nee, ja, so sollten alle Schiffe aussehen. Oder ich treff's nicht, das geht auch. Ich kann's auch nicht treffen. Eine Zita, guck, 50 bleibt übrig. Ja, ich habe auch vorher eine Zita geschossen, aber. Die gehört mir, ne, dass du weißt, die gehört ja, mir. Ja, dann snackst du die ab. Was heißt absnacken? Ich hab die Hälfte vom Schaden gemacht. Ich auch. Oh, da kommt Torpedos. Ja, eine Salve muss reichen. Wenn das RNG auf 13 Kilometer beschließt, dass ich das nicht kriege, das Schiff, dann kannst du es haben. Ja, das war dann doch meins. Ah, ich finde, so sollten alle Schiffe aussehen. Schwarz. Ja, aber dann sieht man ja nichts mehr vom Schiff. Ja, unterschiedliche Tarnungen sind schon okay. Ich will dann nur nicht so einen Weihnachtsscheiß dann haben. Außer Fasching die ganze Zeit. Die einzige Tarnung, die mir noch abgeht, ist die Tippe-Tarnung, die du hast. Ja. Zu dieser Zeit hatte ich die Tippe-Tarnung nicht. Die hättest du dir auch trotzdem... nein, hat man nicht können noch spielen. Stimmt, das wäre nicht gegangen. Du bist zu schnell. Weißt du, macht man nur Durchschläge. Ich warte jetzt einfach. Rückwärtsgang. Da ist sie. Komm schon, dreh dich ein bisschen, Herzog. So ist gut, Herzog. Oh, jetzt werde ich beschossen. Lass uns auf die Cleveland schießen, ne? Ich schieß gleich auf nichts mehr. So. Ich wollte mir nur die Tarnung gönnen, wie es im Spiel aussieht. Das hast du jetzt ja gemacht. Komm ich jetzt eigentlich in Smoke da ab?
Komm schon, Kamikaze. Give me smoke, please. Darf ich das ansagen? Jetzt heißt es nur noch negativ. Willst du mich verarschen? Setz mir endlich einen Smoke, Kamikaze. Du musst nochmal antworten. Vorne die ganze Zeit an. Ah ja, jetzt macht es. Ah, jetzt ist fast zu spät. Wir haben einen Torps von vorne. Oh. Ja, 13 Sekunden, 3 Feuer, das sind Schmerzen. Ja. So oft haben doch Schiffe niemals in Wirklichkeit gebrannt. Der bleibt stehen da, oder was? Oh, der hat gut gefressen. Penetration! Aber das Blöde ist an der Tarnung, die gibt keinen Bonus, ne? So wie bei der Tirpitz. Bei der Tirpitz gibt es ja noch 50% freie Erfahrung, ne? Oder so ähnlich. Ja, 100% freie Erfahrung gäbe es danach. Ja, oder 100, ja. Die hat ganz normal, also da ist nichts Besonderes. Schade. Die hat mich verfehlt. Gut, dass ich auf die Hatsuharu die Fujioni geschossen habe. Jetzt musst du die Hatsuharu rausschießen. Ja, schön wär's. Würde ich machen. In 3 Sekunden mach ich das. Nein, jetzt. Ich hab die Seile gerade abgesetzt, als der. Ja, leck mich doch am Arsch. Ich muss löschen. Ich kann das nicht brennen lassen. Die Dunkirk brennt häufig, muss ich sagen. Wenn ich fahre, brenne ich immer so 2-mal oder 3-mal. In letzter Zeit brenne ich die ganze Zeit. Ich glaube, es gibt nur noch Leute, die mit HE schießen. Ja. Ja, jetzt mache ich 5 Zitas. Könnte das nicht nach dieser Runde sein? Achso. Ach ja, ich bringe mich jetzt ein bisschen in Sicherheit vor Bayern. Die Brioni wird jetzt raustorben. Johnnys Geschichte. Oder auch nicht. Ich ramm die Bayern jetzt. Oh Gott, der torpediert mich jetzt. Nee. Aber die Bayern dreht ein, guck. Sehr gut. Ramming Speed. Ja. Nein, die wird gefickt von den Torpedos. Ja, die wird gleich weg sein. Ah, kein Ramming Speed. Es sind nur noch 3 Schiffe übrig, guck. Muss noch auf Schaden kommen. Was musst du jetzt machen? Zitter schießen oder? Nee, ich muss immer noch XP holen. Ah, das ist gut. Ein bisschen Zufallsgefecht spielen ist gut. Ich dachte schon, ich kann überhaupt nicht mehr spielen. Naja. Ich meine, es lohnt sich nur, wenn du bis auf Platz 5 kommst oder Platz 1. Weil Platz 5 gibt es ja noch die Flagge, 20% weniger Rap-Kosten, das ist noch interessant. Aber auch nur noch für 15 Tage, von daher. Ja. Platz 1 ist wichtig. Ja, das Problem ist, Platz 1 gibt's nichts. Eigentlich Platz 2 mit den Dublonen. Weil, weiß nicht, ob ich Nerven habe, echt 3-mal mir diese Scheiße anzutun. Aber ganz im Ernst, Ranked ist richtig beschiss. Brenne schon wieder. Kann es mir wieder nicht leisten, brennen zu lassen. Nächstes Mal, wenn ich einmal hochheile, kann ich es mir leisten. Schau, wie gierig die scheiß Gallant ist. Da hat sie die Torpedos abgesetzt und jetzt schießt sie. Ich hoffe, die Gras schießt auf die.
gieriges Stück Scheiße, die gönnt mir nicht. Na, snack dir den Träger jetzt. Ja, sicher snack ich mir den jetzt. Wenn das RNG hold ist, aber gut, hold bei so vielen. Ja, fick dich doch, RNG. Zwei Durchschläge. Zwei Treffer, zwei Durchschläge bei einer vollen Salve, ach, keine Ahnung. Ich habe schon sieben gehabt, sieben Durchschläge, als ich auf die Miyoko geschossen habe. Miyoko kann man nicht zitadellieren. Ich habe immer einen Durchschlag auf diesem Scheißschiff. Was? Kann man auf jeden Fall. Sie frisst nur Zitadellen, wenn ich sie fahre. Und jetzt, ja, kein Kraken, keine 100k, alles scheiße. Ah, ich sag's dir. Aber Platz 1 bist du trotzdem. Ja, ich habe auch 97.950 Schaden. Aber es ist trotzdem keine 100k. Reg mich auf, die gewerteten Gefechte regen mich auf. Ah, die Jordi ist schon Platz 1. Ah, oh, ich krieg das Kotzen. Wer ist Platz 1? Ja, den Team, siehst du das nicht? Den Gegnerteam einer und den unserem Team. Du? Rang 1 vom... frag sie mal, wie sie es gemacht haben. Ja, Fußball spielen, sieht man ja. Aber nicht besonders gut und dann immer mitgezogen werden. Keine Ahnung, weiß nicht. Vielleicht ist er auch ein guter Spieler. Bin nur gerade so on Rage mit den scheiß gewerteten Gefechten.